irgendwie so mit Internet die ganzen Sachen verfolgt. Weil ich wollte ja, was für ein familiäres Fußballfest. Am Mittwochabend konnte unser FC Hansa beim SV Sparta Lichtenberg den torreichsten Test der bisherigen Sommervorbereitung bejubeln. Beim gelungenen Wiedersehen mit Paul Kalkbrenner und Kay Paul, die im März dieses Jahres beim Benefizspiel im Ostseestadion dabei waren, fielen 13 Tore. 11 Buden der Kogge standen am Ende eines tollen Spiels 2 Tore der Spartaner gegenüber. Und diese versprühten vor allem beim Torschützen zum 2:11 jede Menge Euphorie. Also besser hätte es nicht laufen können. Bestes Wetter, beste Fans. Also die ganzen Leute hier, es war so herzlich und schön. Ich würde mich ja freuen, wenn da wie so eine Art Fanfreundschaft oder Vereinsfreundschaft entsteht. Hab gerade hier mit eurem Präsidenten noch geredet, ein unfassbar netter Typ. Also ich bin jetzt auch Hansa-Fan. Und so viel steht fest. Ein Match zwischen Sparta und Hansa wird es in naher Zukunft ganz bestimmt nochmal geben. Der nächste Tag, an dem Freunde und Familie beim FC Hansa noch größer geschrieben werden als sonst, ist der 2. August. Dann nämlich laden der FCH und die AOK Nordost zum Fan- und Familientag 2015 ein. Von 14 bis 17 Uhr erwarten euch auf dem Gelände des Ostseestadions zahlreiche weiß-blaue Überraschungen, viele Aktivitäten und jede Menge Spaß. Unsere komplette Profimannschaft, die am Tag zuvor beim Chemnitzer FC gastiert, ist natürlich auch für euch vor Ort. Bevor die neue Drittligasaison jedoch beginnt, steht für unsere Kicker ein weiteres Testspiel auf dem Programm. An diesem Sonnabend empfängt Hansa den dänischen Erstliga-Absteiger Silkeborg IF. Nach einer weiteren intensiven Trainingswoche ist das Team von unserem Cheftrainer Carsten Baumann für die Aufgabe gegen die Skandinavier gewappnet. Bis auf Tobias Jenicke, José Alex Ikeng und Alexander Stevanovic konnten alle Hanseaten am Mannschaftstraining teilnehmen und sind somit voraussichtlich einsatzbereit. Auch wenn noch lange nicht feststeht, wer beim DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern in der Startelf unserer Kogge ist, könnt ihr euch euren Platz bereits jetzt sichern. Seit Mittwoch läuft der freie Kartenverkauf für den heißen Pokalfight gegen die Roten Teufel. Wenn ihr das Duell also nicht verpassen wollt, solltet ihr euch ranhalten. Wir wollen schließlich vom ausverkauften Haus für eine Überraschung sorgen.